Wer ergattert sich das letzte Halbfinalticket, der TSC Euskirchen oder doch der FC Viktoria Köln, die Mannschaft, die den Mittelrhein-Pokal ja zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte? Die Hausherren in Rot-Weiß, klarer Underdog gegen den Spitzenreiter der Regionalliga West. Aber mit der ersten Chance, der Abschluss von Schilling, Alexander Monat im Kasten der Viktoria. Aufmerksam. Monat, eine von 7 Veränderungen bei den Kölnern, unter anderem Mike Wunderlich nur auf der Bank. 11. Minute, der lange Ball von Lanius. Zweikampf Gottschling gegen Saar, der Kölner geht zu Boden und es gibt Elfmeter für die Viktoria. Schiedsrichter Sascha Wallreich blieb nichts anderes übrig. Der Ball von Lanius, eine gefühlte Ewigkeit in der Luft. Saar trifft Gottschling im 16er. Richtige Entscheidung. Strafstoß. David Jansen, der Wunderlich-Vertreter am Punkt, nimmt sich der Sache an, bleibt cool und trifft eiskalt zur Führung für die Gäste nach 12 Minuten. Für Jansen bereits Pokaltor Nummer 5, Grieshopp im Kasten des TSC, hat die Ecke, aber der Schuss zu platziert. Führung für die Mannschaft von Marco Antwerpen, die sich direkt anschickte, nachzulegen. Die Flanke von Eichmeier und die Chance in der Mitte für Jera. Dickes Ding für die Viktoria, hier früh die Weichen auf Halbfinale zu stellen. Euskirchen noch sichtlich geschockt von dem Rückstand, aber der Mittelrheinligist fightete sich rein. Engel für Lessenich und der Ausgleich. 18. Minute, Thomas Lessenich bestraft die Sorglosigkeit in der Kölner Defensive. Die Viktoria spielt es unsauber hinten raus. Engel leitet direkt weiter auf Lessenich. Der vollendet 1:1. So stand es dann auch zur Pause. Antwerpen bis hierhin sicherlich nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Es fehlte einfach der richtige Biss. Zweite Halbzeit, ähnliches Bild. Die Viktoria mit viel Ballbesitz, aber überraschend kreativlos im Kreieren von Torchancen. Der Versuch von Eichmeier nach 58 Minuten bezeichnet. Antwerpen merkte, für den Einzug ins Halbfinale brauchte es dann doch ein bisschen mehr Qualität. Dementsprechend machte sich draußen Mike Wunderlich für seine Einwechslung bereit. Vorher aber noch diese Szene. Gottschling für Jansen und das Tor. 2:1 für die Viktoria, 68. Minute. Wieder David Jansen, Doppelpack für den Stürmer. Mit rechts angenommen, mit links abgezogen, die erneute Führung für die Kölner. Und Wunderlich, der konnte sich wieder entspannen, wurde dann doch nicht mehr gebracht. 73. Minute, Markus Brenzka mit dem Kopfball. Die Standards häuften sich jetzt in der Schlussphase. Euskirchen lauerte auf den einen vielleicht erfolgsbringenden Konter. Jean-Pierre Schilling, starkes Spiel von ihm. Der Zweikampf gegen Gottschling. Und der ist strittig. Elfmeter, ja oder nein? Wallreich entschied nicht auf Strafstoß. Frank Molderings, der Trainer der Hausherren, wollte es nicht wahrhaben. Wir schauen nochmal drauf. Das Bein von Gottschling geht aktiv hoch. Das Ganze aber eher außerhalb des 16ers. Freistoß wäre wohl die richtige Entscheidung gewesen. So gab es noch einmal den langen Ball in der Nachspielzeit. Aber auch den bekamen die Kölner entsorgt. Die Viktoria zieht letztendlich verdient ins Halbfinale ein. Die Hausherren zwangen die Kölner zu einem echten Pokalfight. Lediglich die Abschlussqualität von David Jansen machte am Ende den Unterschied aus.